Bibel aufschlagen, den 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Let us all open our Bibles in 2 Timothy, chapter 2. Wenn du es ausgeschlagen hast, lass uns einfach zusammen nochmal aufstehen und das Wort Gottes kurz zusammen lesen. If you are there, just stand up and read it together. Dort heißt es, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Father, we thank you for your word that is alive. Und wir beten, Gott, Herr, dass du zu deiner Gemeinde sprichst. And we pray that you will speak to your children. In den Namen Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Jeder von euch begibt sich so langsam in eine besinnliche Zeit. And everyone is preparing for this nice time. Aber wir haben gerade zusammen gelesen, dass Apostel Paulus an Timotheus schreibt, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. But we have just read, you then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Es ist ein sogenannter Tränenbrief. Apostel Paulus weint und schreibt diesen Brief. It is called the letter of tears because it was written in tears. Er schreibt diesen Brief an einen jungen Mitarbeiter in die Gemeinde nach Ephesus, an Timotheus. And he writes this letter to the church in Ephesus. Und er ermutigt diesen Timotheus, stark zu sein. And he says to this son of him, this Timothy, to be strong. Wisst ihr, wenn wir unseren Körper fit halten wollen, dann gehen wir zum Fitness und machen ein bisschen Muskelaufbautraining. You know, if you want to have a strong body, you go to the gym. Ja, jeder würde davon sprechen, ich brauche einen dicken Bizeps. Everyone would say, I need a strong bizeps. Ja, der andere sagt, ja, ich brauche aber starke Bauchmuskeln. And the other one would say, I need a strong stomach. Und die Frauen haben natürlich andere Bereiche, worüber sie dann reden. Of course, women have other parts that they want to have strong. Aber wisst ihr, hier geschieht etwas Spannendes. Apostel Paulus schreibt an Timotheus, dass er stark sein soll. But here we see something different. Apostle Paul says to Timothy to be strong in the Lord. Und er sagt ihn nicht in erster Linie Besuch just fit. And just fit, kennst du das Fitnessstudio? And he doesn't say you should go to this gym. Er sagt auch nicht, geh an die Sporthochschule Köln. And he doesn't tell him to go to the university in Köln. Er sagt, sei stark in der Gnade Jesu Christi. But he tells him to be strong in the grace of Christ. Sag das mal deinen Nachbarn. Sei stark in der Gnade Jesu Christi. Tell your neighbor, be strong in the grace of Jesus Christ. Wisst ihr, die Menschen, die damals von Jesus angezogen waren, waren oft Menschen, die die Gnade Gottes erleben durften. You know, those people who were drawn to Jesus were those people who experienced the grace of God. Ihr merkt schon heute, worum es geht, richtig? You already know what the topic today is. Es geht um Gnade. It is about grace. Es geht um Gnade. It is about grace. Heute gibt es viele Ansichten über dieses Wort Gnade. And today there are many opinions about this word grace. Über diesen Begriff, der im Griechischen charis heißt. It is the Greek word charis. Es heißt beschenkt sein. It means to oder eine Gabe empfangen von Gott. To have received a gift from God. Ja, das heißt, Gott beschenkt uns mit etwas. It means God has given it as a present. Was für Bilder verbindest du oder assoziierst du mit dem Begriff Gnade? What image comes to your mind when you think of grace? Siehst du vielleicht einen weinenden, kriechenden Menschen, der sagt, bitte hab Gnade mit mir? Do you see a man who is crying and who is begging for grace and mercy? Ich möchte heute über diese Gnade sprechen. I want to talk to you about this grace today. Aber ich möchte es in Verbindung bringen mit einer Person. But I want to combine it with a person. Es ist unmöglich, über Gnade zu sprechen, ohne diesen Namen zu erwähnen. It is impossible to talk about grace without this name. Gnade wäre dann nur noch Theorie. Because then grace would only be theory. Aber Gnade ist praktisch. But grace is something practical. Deshalb hat Gott selber Gnade offenbart, Gnade gezeigt. That's why God has revealed grace to us. Und wisst ihr, in wen er es getan hat? In Jesus Christus. And do you know how he did it? He did it through Christ. Wir lesen es im Johannesevangelium Kapitel 1. We can see that in John chapter 1.
dass durch Mose das Gesetz gegeben wurde. Aber durch Jesus Christus wurde Gnade und Wahrheit gegeben. In Johannes Kapitel 1, Vers 16 und 17. In John chapter 1, 16 to 17. Da liest du, dass Gnade und Wahrheit zusammengehört. There we can see that grace and truth always come together. Wahrheit spricht Liebe und offenbart die Gnade Gottes. And truth will speak of the love and it will reveal the grace of God. Und das geschieht nicht, indem wir eigene Leistung hervorbringen und versuchen, uns die Gnade zu erarbeiten. And it does not happen through our works and us trying to receive it. Zum Beispiel lesen wir auch über Jesus als Kind. We can also read about Jesus when he was a kid. Dort heißt es beispielsweise, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. And it says he grew in age and he also grew in wisdom and grace. Selbst Jesus also als Sohn Gottes nahm an Gnade zu. Even Jesus could grow in grace. Jesus war aber sündlos, er hatte nie gesündigt. But Jesus was without sin. Aber die Bibel sagt im gleichen Atemzug, er nahm an Gnade zu. But in the same sentence we see Jesus grew in grace. Meine Frage an dich, wenn selbst Jesus, der sündlos war, my question to you is, if even Jesus, who was without sin, der an Gnade zunahm, who could grow in grace, wie viel mehr sind wir diejenigen, die uns ausstrecken sollten nach der Gnade Gottes? How much more should we be looking for this grace to grow in us? Und wisst ihr, im biblischen Kontext ist Gnade Gottes immer verbunden mit einem Versprechen Gottes. In the Bible we can see grace is always connected to a promise of God. So heißt es beispielsweise im Jesaja-Buch des Alten Testamentes, Kapitel 54, Vers 8. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. But with everlasting love I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. Oder in Vers 10 heißt es, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken, verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Or in Vers 10, for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you and my covenant of peace shall not be removed. Wisst ihr, das Spannende ist, in diesem Jesaja-Buch, you know, in this book of Isaiah, gibt es einen krassen Fund. There is something special. Und zwar, man hat über mehrere Jahre eine Schriftrolle gefunden, die Qumran-Schrift. For many years they found a roll, the scripture that was found in the Qumran. Ja, und das Krasse ist einfach, dass die Menschen, die Zweifel hatten, sobald sie es gefunden haben, Glauben an diese Schrift gefunden haben. Sobald sie ihren Glauben, ja, sie hatten hin und wieder Zweifel gehabt, ob die biblische Überlieferung wirklich stimmt. So there were doubts if the biblical scriptures are true. Aber sobald diese Menschen diese Qumran-Rolle gefunden haben, haben sie die Zweifel beiseite gelegt und haben Glauben gehabt. But as soon as they found these rolls in the Qumran caves, the doubts were removed. Das heißt, Gott möchte sich auch uns über die Geschichte zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist. So even with history, God is showing us that he is a God of grace. Unabhängig davon, wie gut du zur Bibel stehst, wie gut du mit der Bibel argumentieren kannst, geht es in erster Linie um deinen persönlichen Glauben an Jesus. And it doesn't matter how you can work with the Bible or how you understand it, but it is about the personal relationship that you have. Und meine Frage heute an dich ist, my question to you is, bist du dir im Verständnis darüber, was Gnade in deinem Leben auslöst? Do you understand what grace can do in your life? Wisst ihr, wenn wir uns so an die Bibel zurückerinnern, die über mehrere Jahrtausende entstanden ist, if you think about the Bible, which was written over thousands of years, liest du ehrlich gesagt von der ersten bis zur letzten Seite über den Begriff Gnade. It comes that from the first page to the last, it is about grace. Aber so einige Ereignisse, da würden wir nicht sagen, hey, das war jetzt gerade alles so toll und kirchlich engagiert, jetzt können wir alle mal applaudieren. Still, there are some things that we would not
say about it that it is so nice and so churchy. Zum Beispiel die Situation der Ehebrecherin. For example, the situation of the one woman who committed adultery. Es war nach dem Gesetz von Mose ein Verbrechen, wofür man gesteinigt werden sollte. From the law, she would have been dead. Aber diese Ehebrecherin fand in den Augen Jesu Gnade. But this woman, she found grace in the eyes of Jesus. Oder eine andere Person, Noah. Or this other person called Noah. Den kennt ihr alle von den Kindheitserzählungen. You all know Noah from your Sunday school. Aber in einem Moment liegt dieser Noah in seinem Weingarten total besoffen. But then there's this one moment where he is just drunk in his garden. Aber im gleichen Atemzug sagt die Bibel, Noah fand Gnade in den Augen Gottes. In the same page we can see that Noah found grace in the eyes of God. Jakob, ein Lügner. Jacob was a liar. Und er fand Gnade in den Augen Gottes. But he found grace in the eyes of God. Jakob hat seinen größeren Bruder betrogen. And Jacob cheated on his older brother. Aber später wird er zu einem großen Volk vermehrt, und zwar heute heißt es Israel. But then he became the father of the great nation Israel. So sehen wir, dass Menschen, die eigentlich total unqualifiziert waren, irgendwie doch Gnade empfinden. And we can see that even those people who seem to be not qualified receive grace. Wie viele von uns heute? How many of us? Würden einen stockbesoffenen Menschen sagen, hey, du empfängst heute Gnade. How many of us would go to a drunkard and tell him, you can receive grace? Einige von uns würden höchstens sagen, ey, du stinkst. Some of us would just tell him, you are smelling. You smell bad. Ja, wir würden sagen, du stinkst. You are smelling. Aber Gott sieht diese Situation anders, ihr Lieben. But God sees it in a different view. Er kann stinkende Situation zu seinem Wohlgeruch machen. He can turn smelling situation into a nice aroma. Wisst ihr, viele Menschen denken immer, die Charaktere der Bibel waren so fromm. Some people think that all the persons in the Bible were such nice people. Und sie haben alles richtig gemacht. And they always did everything right. Aber die Bibel macht keine Verniedlichung, sondern die nennt die Sachen beim Namen. But the Bible tells the truth. Damit wir verstehen, dass Gott Gnade auch denen gibt, wo wir selber als Menschen den Menschen nicht mal die Gnade geben würden. So that even we will understand that God gives the people grace where we wouldn't give the grace. Schaut, der Psalmist war ein Musiker. The psalmist was some musician. Er sagt in Psalm 36, Vers 8, wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. And he says, how gracious is your grace and the people can find refuge under the shadows of your wings. Das heißt, wenn du Gnade erlebst in deinem Leben, bewegt es dich zu etwas. It means if you receive this grace, it will do something. Ich habe eben gerade über Noah, dem Säufer, gesprochen. I just talked about Noah, the drunkard. Aber genauso lesen wir über Noah, dass er ein totales Vertrauen zu Gott hat. But the same way we read about Noah, that he had a total trust in God. Es war eine gottlose Zeit, die Menschen wollten nicht an Gott glauben, sie wollten nicht über Gott sprechen, aber Noah vertraut Gott und baut die Arche. It was a bad time, people did not want to believe in God, but Noah trusted in him and he built the ark. Und wisst ihr, diese Arche ist bis heute noch ein archäologischer Fund in der Geschichte. And this ark is still a historical thing that was found. Wisst ihr, Matthäus? And you know Matthew? Er war ein Zöllner, er war der größte Betrüger. He was a tax collector. Aber in einem Moment im Tempel erkennt er, Gott sei mir Sünder gnädig. He was a cheater, but one day in the sanctuary he realized that he was a sinner. Es gab die großen Pharisäer, ja, die Hohepriester, die Prediger eigentlich. There were the preachers at that time, the Pharisees. Und sie dachten, ich mache doch alles richtig. Those were thinking they were doing everything right. Also formuliere ich mein Gebet etwas anders. So they were having their big prayers. Und sie beteten folgendermaßen. And they were praying like this. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Ehebrecher. They were praying like, thank you God that I'm not like those who are sinful. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Zöllner. I thank you God that I'm not like those tax collectors.
Und dann steht da ein Armseliger, der eine Sündenerkenntnis hat, dass er merkt, ich bin total verloren vor Gott. And then there is one tax collector who realizes he is lost without God. Und er betet um Vergebung. And he prays for forgiveness. Das heißt, Gott möchte uns durch seine Gnade vergeben, ihr Lieben. So Jesus wants to forgive us through his grace. Und jeder Mensch hat das Gesetz von Mose verfehlt. Everyone cannot keep the commandments of the law. Wir haben alle verfehlt. We all have fallen. Und wenn wir in das Gesetz hineinschauen, zeigt es uns ein Spiegelbild, dass wir total aussichtslos sind. And if we look into the law, we have a mirror that we are lost. Ja, wir machen eine kurze Stichprobe, einverstanden? We just do a little survey. Das neunte Gebot, du sollst nicht lügen. Jemand hier, der noch nie gelogen hat. Is there someone who has never lied? Und die Gemeinde schweigt. And the church was just quiet. Wir haben verfehlt. We all have fallen short. Und jetzt können wir wie ein Matthäus vor Gott treten. And now we can come before God like Matthew. Gott sei mir Sünder gnädig. God have mercy on me, I'm a sinner. Und Gott vergibt. And God forgives. Und diese Gnade haben wir durch Jesus Christus empfangen. And this grace we have received through Jesus Christ. Preist den Herrn. Amen. Und Achtung, wenn die Gnade uns begegnet. And if grace encounters us. Wenn du wirklich verstehst, hey, ich war verloren, aber Gott hat mich angenommen. If you really realize I was lost but God has accepted me. Dann passiert etwas im Herzen. Then something will be changed in your heart. Und deine Gedanken werden erneuert. And your mind will be renewed. Und Gott ruft dich. And God is calling you. Und während du mit ihm gehst, and while you are going with him, wird er dir aufzeigen, wie sein Herz schlägt. He will show you how his heartbeat is. Keiner der Menschen, die von Gott berufen worden waren durch Jesus Christus, dachten, sie werden von Jesus berufen. No one who was called by Jesus thought they were called. Aber sie wurden von Jesus berufen. But they were called. Nun, Apostel Paulus schreibt jetzt an diesen Timotheus, richtig? So, Apostle Paul is writing to Timothy. Aber wisst ihr, dieser Apostel Paulus war früher ein Mörder gewesen. But you know, Apostle Paul was a murderer. Er hieß davor Saulus. His name was Saul. Er hat die ersten Christen im ersten Jahrhundert verfolgt und getötet. He persecuted all the Christians and he killed them. Und er kriegt das Erlebnis mit dem lebendigen Gott und kehrt sich um. And now he experiences the living God and he turns around. Und er kennt genauso wie Matthäus, dass er verloren ist. And he also realizes that he is lost. Und empfängt die Gnade Gottes. And he receives the grace of God. Und Achtung, jetzt bekennt er Folgendes. And now he confesses. Sagt er im Korintherbrief, ich bin durch die Gnade Gottes das, was ich bin. And he says, I am that I am through the grace of Jesus. Er sagt nicht, ich bin ein großer Apostel, ich habe zu mehreren tausenden Menschen gepredigt. And he's not saying that he is a big apostle and preaching to all these churches. Ich bin ein großer Techniker und das Licht geht immer wieder aus und an. And he's not saying that he's such a technician that he will keep the light on. Oder ich bin ein großer Musiker, ich kann alle Instrumente spielen. And he's not saying I'm a great musician, I can play all instruments. Sondern selbst dieser Apostel Paulus, der Gemeinden gebaut hat und gegründet hat. Even this Apostle Paul who has founded so many churches. Kommt zur folgenden Erkenntnis. He comes to this realization. Das was ich bin, bin ich aufgrund der Gnade Gottes. I am that I am only by the grace of God. Ihr Lieben, ohne die Gnade Gottes würden wir Gott nicht erkennen können. Without the grace of God, we will not see God. Und deshalb weiß er, wie er diesen jungen Mitarbeiter in der Gemeinde ermutigt. And that's why he knew how to encourage Timothy. Deshalb kommt dieser Zuspruch. That's why he speaks to him like this. Vielleicht denkst du dir, Apostel Paulus war in seinem Schaukelstuhl und hat ein bisschen nachgedacht, was er schreiben kann. Maybe you think Apostle Paul was just at home and relaxing and thinking what to write. Auf ein Tässchen Kaffee vielleicht. Maybe he had a cup of coffee. Aber wisst ihr, er war
im Gefängnis. But you know, he was in prison. Er war in Rom. He was in Rome. Zum zweiten Mal im Knast. For the second time in prison. Und in diesem Moment ermutigt er einen Menschen. And even in this situation, he encourages someone else. Gott möchte, dass wir auch ermutiger sind, unabhängig von unserem Umfeld oder Situation. God wants us to be encouragers, no matter what situation we are facing. Bist du krank? Ja, dann geh hin und bete für einen kranken Menschen. Are you sick? Then go and pray for someone else who is sick. Und du wirst sehen, wie Gott etwas tun kann. And you will see how God will do something. Ich habe neulich mal für einen Moslem gebetet. I recently prayed for a Muslim person. Aber mir ging selber nicht so gut. Even I was not feeling well. Und ich bin ehrlich, ich bin bis heute noch eigentlich sehr schwach und krank. And you know, even today I'm not feeling well. Aber das Gute ist, but the good thing is, Gott möchte durch schwache Gefäße selbst auch wirken. God wants to work through broken or weak vessels. Deshalb sagt auch Apostel Paulus. That's why Apostle Paul says, wenn ich mich rühme, when I will boast, dann rühme ich mich um des Christus willen. He says, if I boast, I will boast about Jesus. Aber wieso sagt er das? But why is he saying that? Weil er in seiner Schwachheit erkannt hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Because in his weakness he realized what God told him. Lass dir an meiner Gnade genügen. My grace shall be sufficient for you. In deiner Schwachheit wirkt die Kraft Gottes, die Gnade Gottes am mächtigsten. In your weakness the grace of God will be greater. Lass uns mal zusammen Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 24 aufschlagen. Let us open Acts. Wenn Gnade uns begegnet, bewirkt das etwas an unserem Herzen. If God grace encounters us, it will change our hearts. Und jetzt sagt Apostel Paulus Folgendes. And now Apostle Paul says. Er sagt, dass er den Lauf beenden möchte mit Freude. He wants to finish the race with joy. Also er sagt, man kann Gott auch mit Freude dienen. So he says we can also serve God with joy. Freude ist auch ein anderes Wort, was im Griechischen auch oft für Gnade bezeichnet wird. Joy is also another word that is used for the Greek word for grace. Und das erwähnt er nur deshalb, weil diese Sache kein Mensch ihm geben kann. And he is saying that because he knows no person in this world can give this. Und jetzt Achtung, was er zu dem Evangelium sagt. Nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. To share the gospel of the grace of God. Timotheus kriegt jetzt diesen wunderbaren Auftrag oder den Ratschlag, sich nicht für das Wort Gottes, dem Evangelium, sich zu schämen. And he gives Timothy this great advice to not be ashamed of the great gospel of grace. Wie oft schämen wir uns mit Menschen über Jesus Christus, der ja für uns am Kreuz gestorben ist, zu sprechen. How many times are we ashamed to just talk about Jesus who has given his life for us? Ihr Lieben, Gnade hat uns gerettet, das ist wahr. Grace has saved us and that's true. Aber Gnade macht uns auch stark. But grace is also making us strong. Lasst uns nochmal zusammen Titus Kapitel 2 Vers 11 aufschlagen. Let us go to Titus Chapter 2, verse 11. Dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Then, because God's grace is appeared and it brings salvation to all people. Also die Gnade Gottes ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe vorhergesehen. So the grace of God is not only for one group of people. Sondern denn die Gnade Gottes ist erschienen durch Jesus Christus, heilbringend ist ein anderes Wort, was wirklich gut ist für uns, damit die Menschen wieder Zugang zu Gott haben. But the grace of God has appeared to bring salvation to everyone. Und jetzt möchte ich noch eine Bibelstelle mit euch gemeinsam lesen. And I want to read one verse with you. Und darauf eingehen. Römer Kapitel 1. Romans chapter 1. Verse 1 bis Verse 13 und 15. Verses 13 and 15. Ich kann euch nur ermutigen, eure eigenen Bibeln mit in den Gottesdienst zu nehmen. I just encourage you to bring your own Bibles. Also, wir lesen Folgendes ab Vers 14. Ja, das sagt dieser Mörder, der war früher ein Mörder, das ist unglaublich. What is this murderer
saying here. Er lebt Gott und jetzt ist er total begeistert über Jesus. He's experienced God and now he's so on fire for Jesus. Und jetzt sagt er, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians. Sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Both to the wise and to the unwise. Darum bin ich bereit, so viel an mir auch liegt, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Unabhängig davon, ob du ein Gebildeter, ein Verständiger, ein Unverständiger bist. It doesn't matter if you're a wise person or not a wise person. Ist es hier der Herzensschlag Gottes, dass das Evangelium allen Menschen verkündigt wird? It is God's heartbeat that the gospel will be preached to all people. Wieso? Why? Wieso ist das Evangelium so zentral? Why is the gospel so important? Denn sie ist heilbringend erschienen. Because it has appeared to bring salvation. Gott kennt nämlich die Konsequenz, wenn wir das Evangelium ablehnen. Because God knows the result if we don't accept the gospel. Wisst ihr, den Himmel können wir uns nicht verdienen. We cannot work and get the heaven. Wir können uns nicht Gottes Liebe verdienen. We cannot work for God's love. Das griechische Wort für Werk, für Arbeit. The Greek word for work or heißt Ärger. It is Ärger. Ja, gibt's nur Ärger, richtig? Dann gibt's nur Ärger, wenn du versuchst, mit deinen Werken in den Himmel zu gehen. There's only trouble if you try to get into heaven in your own strength. Dann gibt's Ärger. Then there's trouble. Und deshalb brauchst du Charis, Gnade. That's why you need Charis, grace. Und diese Gnade ist so entscheidend für dein Leben. And this grace is so important for your life. Wisst ihr, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich nicht an diesen Jesus geglaubt habe. You know, there was a time in my life where I did not believe in Jesus. Wo ich Christus abgelehnt habe. Where I did not accept Jesus. Wo ich kein Vertrauen zu der Heiligen Schrift hatte. Where I did not have trust in God's word. Wo ich die Bibel abgelehnt habe. Where I was against the Bible. Wo ich über die Bibel gelacht habe. And when I was laughing about the Bible. Wo ich über Christen gespottet habe. A time there I was mocking. Christians. Aber wenn Gottes Gnade dich begegnet, but if grace of God encounters you, wenn Gottes Gnade dich begegnet, if the grace of God encounters you, dann wird dein Leben verändert. Then your life will be changed. Dann wird es verändert. Then your life will be changed. Weil Gott arbeitet. Because God is working. How can it be that people who were criminals before are caring for people now? Wie kann es sein, dass ein Zöllner, ein Betrüger sagt, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen? How can it be that a tax collector just turns around and says, I want to follow you, Jesus? Wie kann es sein, dass eine Prostituierte sagt, Jesus, ich lasse alles liegen und ich folge dir? How can it be that a prostitute says, I will leave everything and come with you? Weil sie in die Augen Jesu geschaut hat. Because she could see into the eyes of Jesus. Es ist wichtig, dass dein Blick auf Gott gerichtet ist. It is important that your eyes are focused on Jesus. Wisst ihr, ihr Lieben, Gnade ist nicht nur etwas, wo wir fallen und wo wir aufstehen und Gott um Vergebung bitten. You know, grace is not only about falling down and standing up and asking for forgiveness. Wenn du das bisher gedacht hast, if you thought like that, dann ist das nur eine halbe Wahrheit. Then it's only half of the truth. Aber wisst ihr, Gnade setzt uns frei. But you know, grace will set us free. Deshalb waren diese Menschen frei. Eine Prostituierte wird frei und versteht ihren Wert als Tochter Gottes. That's why these people were set free. The prostitute knew her value as a daughter of the king. Menschenherzen werden verändert und Gott tut es. The hearts of people are changed and that's what God is doing. Vielleicht bist du jemand, der in der Gemeinde ganze Zeit hin und her läuft. Maybe you're someone always around the church. Und du tust und machst und versuchst die Liebe Gottes dir zu erarbeiten. And you're running around doing everything and you are trying to get the love of God. Und dann ärgerst du dich. And then you will be in trouble. Ja. Wir haben gesagt, das griechische Wort heißt Ärger.
It is the Greek word ärger. Das heißt, du tust und machst und plötzlich ärgerst du dich und bist frustriert, dass alles nicht klappt. You are doing and doing all on your own and in the end you realize nothing will happen. Wie wär's mal, wenn wir als Gemeinde wieder neu verstehen, diese grundlegende Basis der Gnade? How about understanding this basic truth of grace again? Durch Gnade wurden wir gerettet. By grace we are saved. Durch Gnade werden wir stark. By grace we are being strengthened. Und die Gnade ist heilbringend. And grace will bring salvation. Die Gnade ist heilbringend. Grace will bring salvation. Und Gnade benötigst du für dein Leben. And you need grace for your life. Wenn du einen Lebenswandel mit Gott haben möchtest. If you want a turnaround in your life. Wisst ihr, sonst ist das tote Religion, was wir praktizieren. Because without it, it is just dead religion. Deshalb sind so viele Kirchen heute in Deutschland tot und leblos. That's why many churches in Germany now are dead. Es sind große Gebäude da. There are so big buildings. Es ist viel Programm da. There are so many activities. Aber die Menschen selbst, but the people, haben kein Verständnis mehr über die Gnade Gottes. They don't have an understanding about the grace of God. Aber wenn wir Menschen sind, die die Gnade Gottes verstanden haben, but if we are people who have understood what grace really means, dann passiert die Kommunikation nicht nur hier. Then there is not only communication from above to us, sondern es geht raus. But it will also spread on our und es level. Verändert Menschenleben. And it will change the lives of people, weil Gott es tut. Because God is doing it. Hör auf, dich abzumühen. Stop just fighting and working. Die Liebe Gottes dir irgendwie zu verdienen. And trying to get the love of God. Du bist angenommen von Jesus. You are accepted by Jesus. Gott liebt dich. Jesus loves you. Und Gott möchte dir vergeben. And he wants to forgive you. Hör auf, dir die Lügen hineinzufressen, dass du keine Tochter Gottes bist oder dass du nicht mehr ein Kind Gottes bist. Stop accepting these lies that are trying to tell you you're not worth it and no more a child of God. Hey ihr Lieben, womit kann ich das sagen? Mit der Gewissheit, weil ich weiß. How can I say it with such confidence? Dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Blut für uns vergossen hat. Because I just know that Jesus shed his blood on the cross for us. Und weißt du, das ist der größte Liebesbeweis. Das ist die größte Gnade, die die Erde berührt hat. And it is the greatest grace, the greatest gift of love that the world has seen. Wisst ihr, wenn wir einmal von dieser Erde weichen? You know, when we leave this earth. Ein Theologe sagte Folgendes. A theologian said. Der eine betete und sagte, Herr, dein Wille geschehe. Someone prayed and said, your will be done, God. Und er wird auch wirklich in die Arme Gottes hineinlaufen. And he will truly go into the arms of God. Und zu den anderen wird Gott sagen, dein Wille geschehe. And the other one would say, your will be done. Wir können Gnade ablehnen. We can neglect or reject God's will. Aber es hat Konsequenz für unser ganzes Leben. But that will have consequences for our whole life. Jesus hat alles dahin gegeben, ihr Lieben. Jesus has given everything. Und ich denke, wenn wir neu wieder verstehen, dass Jesus für uns alles gegeben hat, and if we really understand again that God has given everything for us, dann werden wir aus seiner Gnade heraus Menschen dienen. Then we will serve people out of this grace. Wir werden nicht ständig Anerkennung bei Menschen suchen. And we will no longer try to get a good reputation from the people. Wir werden nicht ständig wissen wollen, was sagt der Bruder über mich oder was sagt die Schwester über mich. We no longer want to know what this brother or this sister is saying about me. Sondern wir wissen aufgrund der Gnade Gottes, wir sind angenommen. But we will just know because of the grace of God I am accepted. Okay, und das ist das Wichtigste, dass du das verstehst für heute. And that's the most important thing that you can understand today. Also, wir sind durch Gnade errettet. We are saved by grace. Gnade macht dich
und mich stark. And grace will make you and me strong. Timotheus wurde dadurch stark, ihr Lieben. Timothy was strong through this word. Und diese Gnade ist heilbringend sichtbar für alle erschienen. And this grace has appeared for everyone to be healed. Lasst uns alle gemeinsam nochmal aufstehen in der Gegenwart Gottes. Let us all stand up in the presence of God. Hey guys, I hope the sermon was a blessing for you. We will be uploading our Sunday sermons every Thursday on this channel. So please subscribe to this channel. Press the bell button below so that you can get notification every time we upload something. If you are living close by, we would love to see you. Come and fellowship with us. Come worship God with us. Our details are listed below. If you have any prayer requests, we are ready to pray for you. Come follow us on Facebook and Instagram. And be blessed. Thank you. God bless you.